Heute geht es rund um den Hoden, meine Lieben. Danke für deine Unterstützung. Oh yeah. 61 Minuten Sex. Mein Name ist Jan Winter. Und ich bin Jana Chanel. Und der Hoden wandert bei den meisten nach den ersten 4 bis 5 Wochen aus dem Bauchraum in den Hodensack. Bei manchen aber auch erst im Laufe des ersten Lebensjahres. Und zwar hier durch den Leistenkanal, den Jan so schön anzeigt. Das bezeichnet man als Kryptorchismus. Sowohl wenn ein, als auch wenn beide Hoden im Bauchraum liegen. Selbst wenn sie nicht vorhanden sind, also gar nicht erst angelegt wurden, sprechen manche Urologen trotzdem vom Kryptorchismus. Also ein oder beide Hoden sind gar nicht im Hodensack. Das nächste ist der Leistenhoden. Das heißt, beim Wandern nach unten des Hodens im Laufe der ersten Wochen bleibt er im Leistenkanal hängen und bewegt sich nicht weiter nach unten. Man spricht dann von einem Gleithoden, wenn der Samenstrang zu kurz ist und der Hoden sich nur in den Hodensack schieben lässt und dann wieder zurück in den Leistenkanal gleitet. Es gibt auch noch die Art eines Pendel- bzw. Wanderhodens. Dann geht der Hoden nur bei Erregung, Schutz oder Kälte in den Leistenkanal hoch, gleitet aber ansonsten wieder ganz normal nach unten. In diesem Fall besteht meist kein Handlungsbedarf, da die Fruchtbarkeit nicht gefährdet ist. In den anderen Fällen, dem Kryptorchismus, dem Leistenhoden und dem Gleithoden, aber schon. Und Tumore können auch häufiger gebildet werden. Und deswegen sollte man dann auf jeden Fall eine Therapie anstreben. Das geschieht meist schon in den ersten 1 bis 2 Lebensjahren und dazu gibt es 2 Möglichkeiten. Die eine sind Hormone, Gonadoliberin, über Nasenspray gegeben, führt dazu, dass der Hoden wie von selbst wandert. Die zweite Möglichkeit ist die Operation, das heißt ein kleiner Schnitt, der Hoden wird nach unten etwas gezogen und dann wird oben der Leistenkanal etwas dicht gemacht, damit der Hoden sich nicht wieder von alleine zurückziehen kann. In seltenen Fällen kann der Hoden auch im Oberschenkel, im Dammbereich oder im Penisschaft liegen. Und die Hodentorsion gibt es auch noch, das ist aber wieder ein anderes Thema. Da ist der Hoden nicht mit der Hodenhülle richtig verbunden und kann sich verdrehen. Sicher macht Sex Spaß, auch mit Hoden. Ach so, falls ihr es noch nicht gesehen habt, hier und auch unter dem Video ist noch die Hodenmassage verlinkt. Die ist übrigens auch sehr angenehm.